Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Star Stable Online hier auf Mephobia. Wir stehen jetzt hier in der Nähe, wo Jasper wohnt. Da ich mich jetzt dazu entschieden habe, weil das mich das persönlich auch sehr störend fand, das mit dem Wasser, dass wir das die Questreihe erstmal pausieren, bis ja es wieder angenehmer ist, beim Wasser zu reiten. Und wenn man wirklich die ganze Zeit dann ist so da durchreitet. Also ich fand es schon beim Aufnehmen störend, deswegen, ja. Also ich stehe jetzt hier bei Syndra. Ich würde sagen, wir questen jetzt einfach hier ein bisschen. Hallo, du bist sicher einer der Neuankömmlinge im Moorlandstall. Ich komme schon seit Jahren hierher. Wenn du also Fragen über die Gegend hast, frag mich einfach. Ich heiße übrigens Syndra. Schön, dich kennenzulernen. Ich komme schon seit so vielen Jahren zum Reitlager des Moorlandstalls. Wenn sie hier eine Stempelkarte hätten, hätte ich sicher schon genug für ein kostenloses Pferd gesammelt. Schön wär's. Keine Chance, dass Herr Morland ein Pferd verschenkt. Ja, Pferde sind nicht billig. Ist schon okay. Ich habe genug angespart, um mir ein eigenes Pferd zu kaufen. Und außerdem hat Herr Morland mir gesagt, dass es bald nichts mehr gibt, das er mir noch beibringen könnte. Ja. Danke. Deswegen bin ich auf dem Weg in das exotische Fort Pinter. Hast du schon von diesem Ort gehört? Es ist ein Paradies an der Küste mit viel Geschichte und jeder Menge Pferde. Es gibt da sogar eine Disco. Ich habe vor, mir das Pferd meiner Träume zu kaufen, wenn ich erst einmal dort bin. Das Problem ist nur, ich habe mich irgendwie verlaufen. Also wenn du so viele Jahre nach Morland kommst, dann solltest du eigentlich wissen, wie es eigentlich war. Okay. Dann nimm's einfach mal mit. Das würdest du wirklich machen? Vielen, vielen Dank. Nächster Halt, Fort Pinter. Dann auf geht's, Oswin. Sie hält sich ja sehr lustig fest. Und sie sitzt irgendwie auch nicht so gerade auf dem Pferd. So, ich weiß kurz ein bisschen so, dass ich das Wasser nicht so viel sehe. Ich habe sogar das Gefühl, dass sogar jetzt sogar noch ein bisschen schlimmer geworden ist. Jetzt, wo das Halloween-Event reingekommen ist. So. Oh, stopp. Wow, sofort stehen bleiben. Ich fürchte, ich muss euch bitten, abzusteigen und mich zu begleiten. Du hast gegen Paragraph 46b des Kodex des Reitverhaltens von Fort Pinter verstoßen. Bin ich zu schnell gerückt? Das bist du wahrscheinlich. Das bedeutet, damit hast du auch gegen Paragraph 17c verstoßen. Dann wollen wir mal sehen. Das macht 7000 Schillinge. Für das Zwei-Personen-Reiten in einer Ein-Personen-Reitzone 3500 Schillinge. Überholte Geschwindigkeit. Oh Astrid, das ist alles meine Schuld. Du bist doch nur hierher geritten, um mir zu helfen. Ich werde die Strafe zahlen. Aha, das macht dann weitere 15.000 Schillinge Strafe für den Versuch, Strafzahlungen ohne Autorisierung abzutreten. Oh je. Ich werde tun, was ich kann, aber... Kein Aber. 4.000 Schillinge für das Sagen von Aber. Leg dich nicht mit mir an. Ich merke es gleich, wenn ich es mit echten Unruhestiftern zu tun habe. Du wirst dich sofort dem Tourismusminister vorstellen. Er weiß, wie man mit Störenfrieden wie euch umgeht. James? So. Geht's? Ja, ich hab's gut. Ich seh ihn drauf reiten. Ja.
Lass mich die Quest so abgeben. Danke. Der Tourismusminister? Er steht vor dir. Das bin ich, James Cloudmill. Also, was bringt dich zum Tourismusminister? Ich bin ein vielbeschäftigter Mann. Diese Gesetzesbrecher haben gegen zahlreiche Regeln und Gesetze von Fort Pinter verstoßen. Ist das so? James wurde von unserem geliebten Bürgermeister Pina zum Minister ernannt. Du möchtest doch die Entscheidungen des Bürgermeisters nicht in Frage stellen, oder? Kumpel, ich habe das im Griff. Geh du und sie nach der Disco oder so. Es tut mir leid, Minister. Natürlich, Minister. Also, lass mich raten. Unser Hauptmann Waterloo hat dich irgendeiner albernen Straftat beschuldigt. So scheint mir nicht die Schwierigkeit. Falsch, ihr steckt tiefer drin, als ihr ahnt. Warte, gib nicht Astrid die Schuld. Ich zahle die Strafe nach dem, was der Wachmann sagte, schulde ich dir 29.500 Schillinge. Er hat euch die Beurkundungsgebühr erlassen? Sagen wir also glatte 50.000. Hey, seht mich nicht so an, der Bürgermeister macht die Regeln. Ich bin nur ein einfacher Beamter, der geschworen hat, für die Einhaltung zu sorgen. Nein, ich hatte gehofft, mir ein Pferd von meinen Ersparnissen kaufen zu können, aber... Ihr mögt also Pferde, ja? Dann habe ich genau den richtigen Job für euch. In einer Viertelstunde liegt ein Boot voller Touristen an und all meine Leihpferde sind noch auf der Weide. Wenn die Pferde nicht bereit sind, bis diese Touristen auftauchen, ist ihr Urlaub ruiniert. Das wäre ja schade. Wie können wir helfen? Ihr beide werdet sie für mich holen. Du darfst sogar eines reiten, Sindra. Hurra! Ich lasse meine Pferde gerne in der Nähe von Ferdinands Pferdemarkt weiden. Okay, streng genommen sind sie in Ferdinands Pferdemarkt. Glaub mir, ich habe da etwas mit ihm ausgemacht. Meine Pferde sind gut für sein Geschäft, deswegen hat er sie gerne dort. Holt einfach die Pferde und falls Ferdinand oder Eddie irgendetwas sagen, sagt ihnen, James hat euch geschickt. Alles verstanden? Pferde abholen? Für diesen Job wurde ich geboren. Bringt mir die Pferde sofort hierher zurück und vielleicht rede ich dann mit dem Bürgermeister darüber, eure Strafe zu verringern. Und dann? Geh auf wieder zurück. Diese Krähe. Aber in die Richtung ist eigentlich ganz angenehm. Pferde sollten ja hier gerade alle stehen. Ja, wer gerade schon gesehen. Eigentlich hätten wir die direkt mitbringen können. So. Hier sind wir richtig. Bist du soweit, die Pferde zurück zu James zu bringen? Schon komisch. Ich war schon... so oft hier und ich habe immer angenommen, dass diese Pferde zu Ferdinands Markt gehörten. Wer hätte gedacht, dass er sie sich von James leiht? Irgendetwas sagt mir James, dass ich... Ja, ich glaube, das passt. Wirklich? Aber er wirkt so anständig. Halt, was macht ihr da mit den Pferden? James hat uns geschickt. James? Okay, na dann. Geht und sorgt dafür, dass die Pferde bewegt werden und sagt James, dass ich nicht vergessen habe, was ich ihm schulde. Eddie wird ihm das Geld am Ende der Woche bringen. Ich wusste, wir können James vertrauen. Bringen wir diese Pferde zurück nach Fort Pinter, bevor die Touristen ankommen. Oh. Also werden wir jetzt wieder Pferde durch die Gegend führen. So, dich sammeln wir ein. Dich bitte auch.
Das stimmt echt, dass das die ganze Zeit da steht. Aber ich muss doch hinten bei den Pferden bleiben, gleich vor. Wir hätten hier schön unten am Wasser vorbei. Was ich natürlich nicht ganz so toll finde im Moment, aber an sich ist der Weg hier recht schön. Ne? Ich guck einfach ganze Zeit so schräg, dann sehe ich das Wasser nicht so viel. Jetzt auch so Pferdeleuchten da, ganz halt orange, werden trotzdem. Ich denke, dass das von Syndra. Das an Syndra liegt. Ich hoffe es. Mustang ist übrigens eigentlich ganz schön von der Farbe. Ich weiß auch noch nicht so recht, welches Pferd ich mir als nächstes holen möchte. Nur so langsam. Perfekt. Sollte ich mich eigentlich mal entscheiden. Denn so lange dauert es auch nicht mehr, bis ich mir ein neues Pferd kaufen möchte. So. Das verstehe ich jetzt ja auch nicht. Warum muss ich diese Pferde hier aufteilen? So, dann gehe ich mir das nächste holen. Und jetzt, wenn ich in der Mitte reite. Lass dich noch drauf holen. Und weiter geht's. Natürlich müsst ihr auch wieder getrennte Wege halten. Da begleiten wir erst den Muskel. Und hol mich. Das ist eine Warane. Ein bisschen eine Warane. Jetzt. Man muss sich halt echt überlegen, was für eine Rasse das ist. So, jetzt guck mal ein bisschen nach hier. Ey, jetzt halte ich doch nicht schon wieder auf, oder? So. Links muss ich jetzt nicht zwei Wege halten. Da kommt es weg. Dann haben wir es auch fast geschafft. Hast geschafft. Ich denke, der andere Weg wäre auf jeden Fall schneller gegangen. Anforderungen erfüllt. Na dann. Gutes Timing. Die Touristen sind fast da. Glückwunsch, Leute. Ihr habt ihren Urlaub gerettet. So, machen wir jetzt auch noch. Also wegen des Strafgeldes, das ihr mir schuldet. Ich erlasse euch gerne ein paar hundert Schillinge von eurer Geldstrafe. Dann kommt natürlich noch die Leihgebühr hinzu, dafür, dass Syndra das Pferd zurückgeritten hat. Leihgebühr? Aber ich dachte, Syndra, das sind Leihpferde. Wenn du eins reitest, musst du meine
musst du meine sehr faire Gebühr bezahlen. Tut mir leid, da gibt es keine Ausnahmen. Damit beläuft sich eure Rechnung auf 92.871 Schilling. Wie teuer ist denn so ein Leihgebühr? So viel kann ich nicht bezahlen. Es muss doch eine Möglichkeit geben, den Betrag zu verringern. Bitte. Ich nehme an, dann wirst du einfach so lange für mich arbeiten müssen, bis du deine Schulden abgearbeitet hast. Wir haben einen Stall, in dem wir Hilfe brauchen und ein Rennen, das organisiert werden muss. Wenn du also, sagen wir mal, 47 Jahre arbeiten würdest, ja, dann sollte eure Strafe abgearbeitet sein. 47 Jahre, ich glaube es auch. Nein, das ist ja furchtbar. Betrüger? Was? So könnt ihr mit mir nicht sprechen. Ich bin der Tourismusminister. Ich arbeite auf Anordnung des Bürgermeisters. Sag diesem Bürgermeister. Ihr wollt den Bürgermeister sehen? Gut, aber ich warne euch, mit ihm ist nicht zu spaßen. Macht Platz für Frau Pinters Stolz und Freude. Bürgermeister Peanut. Oh, süßes Pony. Der Bürgermeister ist ein Pony? Das bin ich in der Tat. Ein sprechendes Pony? Oh. So. Gehe ich dann hier mit die Quest noch ab? James hat mir gesagt, ihr beide seid mir 92.871 Schillinge schuldig. Ich verlange die Zahlung sofort. So. Was aber daraus wird und ob wir uns die Schuld vielleicht doch ein bisschen erlassen können, sehen wir dann in der nächsten Folge. Ja. Bis dahin. Tschüss.